So, moin, da bin ich wieder. Fingernägel sind noch sauber. Ne? Gleich wird es wahrscheinlich wieder anders. Ich stehe vor unserem Waschmittel. Wir haben ja schon mal Waschmittel aus Efeublättern gemacht, erinnert ihr euch? Vielleicht lasst ihr das mal wieder aufleben. 15 Efeublätter knüllen, vielleicht ein bisschen anschneiden, rein in so einen Wäschesack. Ersetzt jedes Waschmittel. Nicht unbedingt weiße Wäsche, weil natürlich keine Bleiche drin ist, aber es duftet gut, es wird sauber. Probiert das nochmal wieder aus. Wie gesagt, 15 Efeublätter, möglichst die älteren, die sind besser. Gut, worum geht's heute? Um die Giersch, eine der schlimmsten Wildkräuter, meinen Gärtner, die versuchen immer alles ganz sauber zu haben, weil jedes kleine Wurzelteil, das man im Garten vergisst, wieder neue Gierschpflanzen macht. Aber ich finde das klasse, weil neben der Brennnessel und der Vogelmiere ist sie eine der wichtigsten Nahrungsquellen im zeitigen Frühjahr, ohne dass man was ansehen muss und etwas pflegen muss. Und sie hat 13 mal mehr Mineralstoffe als Grünkohl, 4 mal mehr Vitamin C als Zitronen, also sagenhaftes Kraut. Wir machen uns auf die Suche. Viel Spaß! Na, da ist sie ja. Die Giersch gehört zu den Doldengewächsen und insofern hat sie ein paar wirklich giftige, ähnliche Vertreter. Also da muss man schon sehr aufpassen. Wenn man sie kennt, dann ist es nachher kein Problem mehr, aber das muss man schon wissen. Also wieder, wie gesagt, mit euren Eltern zusammen und nur ganz sicher sein, dann kann man sie auch verwenden. Ich zeige euch gleich mal die einzelnen Teile. So, schaut euch das Blatt an. Dreiteilig. Gezahnte Kanten. Das Blatt selbst ist eben halt auch in dieser dreiteiligen Art gebaut. Drei Blätter oben an der Spitze, ganz, ganz wesentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich versuche mal, dichter ranzukommen. Ein dreieckiger Stiel. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, ne? Ein dreieckiger Stiel. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auf den Blättern sind kleine Härchen auch. Ich weiß nicht, ob man die gut erkennen kann. Genau. Jetzt ist sie noch relativ klein. Ich zeige euch als Fotos ein paar größere Exemplare. Gut, ich sammle jetzt erstmal ein bisschen. Und schon sind meine Fingernägel nicht mehr ganz sauber. Ich habe euch mal so eine Gierschpflanze aus dem Boden gezogen. Und da seht ihr die Wurzeln. Die sind sehr, sehr hell. Daran erkennt man es auch noch. So dünne, hellgelbe. Beigefarbene. Natürlich ist die irgendwo abgerissen, da hinten geht die Pflanze weiter. Das ist das Problem. Auch selbst wenn man nur einen Zentimeter an Wurzel drin lässt, wächst da wieder die nächste Pflanze. Also Giersch auszurotten im Garten ist ein hehres Vorhaben. Und wie gesagt, ich will es gar nicht. Giersch war heute die Ernte noch nicht ganz so toll. Das liegt vielleicht daran, dass es noch so kalt ist. Ich habe dafür die anderen Kräuter aus dem Garten mitgenommen. Na, erkennt ihr sie? Genau, das ist die Vogelmiere. Ne? Nummer 1. Der Bärlauch. Die Taubnessel. Hinten ist ein Stück Petersilie, Blattpetersilie. Genau. Was ich damit mache, seht ihr jetzt. Ich muss zusehen, mein Mann kommt gleich. Ich habe ein Dürumfladen, wie heißt das, ein Dürumfladen aufs Blech. Das ist meine Pizzaunterlage. Und jetzt habe ich eine Zwiebel klein geschnitten, eine Spitzpaprika, ein paar Oliven. Als erstes werde ich diesen Dürumfladen mit dem kleinen Rest von dem Pesto, Bärlauchpesto und mittelscharfen Senf mit dem Kuchenpinsel einstreichen. Es war wirklich nur ein klitzekleiner Rest, aber es ist doch schade, wenn es umkommt, ne? Das war das Bärlauchpesto aus dem Bärlauch-Video. So sieht es aus, wenn der Senf darüber noch gestrichen wurde. Ungefähr einen Teelöffel, einen gehäuften Teelöffel. Nun werde ich die Zwiebeln, die Paprika, Oliven und dann die Kräuter auf der Pizza verteilen. So, ein wenig Salz und Pfeffer, geriebenen Käse. Bisschen Olivenöl drüber und ab in den Ofen bei 180 Grad, ungefähr 15 Minuten.
Na, sieht das nicht lecker aus? Sammy wartet auch schon, ne Sammy? Willst du ein Stück abhaben? Ja? Ja, kriegst du. So viel zu dem Thema. Ja. Stück Zwiebel von der Pizza? Magst gerne? Schmeckt gut? Ja? Okay. So, nun geht's los. Mein heißgeliebtes Sauerkraut und ich möchte euch zeigen, wie man selber Sauerkraut macht. Eigenes Sauerkraut zu machen, das bedeutet, ein Glas voller Gesundheit zu haben, denn die ganzen Bakterienkulturen, die guten, die in so einem selbstgemachten Sauerkraut sind, sind hervorragend geeignet für den Aufbau der Immunabwehr, der Darmflora und hat nachweislich diverse gute Konsequenzen für die gesamte Gesundheit des Menschen. Ja, und wie das geht, das werde ich euch jetzt zeigen. Heute Morgen habe ich 20 Gramm Salz mit einem Liter kochendem Wasser in einer Flasche aufgelöst. Das ist jetzt vollständig abgekühlt. Das werden wir gleich benötigen. Jetzt kocht gerade Wasser, um meine beiden Weggläser keimfreier zu machen. Das bedeutet Weggummi und auch so kleine Teile, das werdet ihr sehen, was das nachher bewirkt. Die werden jetzt komplett unter kochendes Wasser gesetzt. Beide Gläser habe ich nun mit dem kochend heißen Wasser aufgefüllt, bis an den Rand, Deckel drauf, sodass es sogar ein bisschen überlief und lasse die jetzt erstmal so da stehen. Sauerkraut wird natürlich aus Weißkohl gemacht. Natürlich ist das jetzt gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt im März keine Zeit, um Weißkohl noch zu Sauerkraut zu machen. Am besten machte man das, wenn er gerade richtig schön frisch geerntet wird. Aber da ich keinen Sauerkraut mehr habe und das ganze Jahr über gerne Sauerkraut esse morgens auf meinem Brot, muss ich dann jetzt doch Sauerkraut nachkarten. Ich werde ihn jetzt erstmal vierteln und so schneiden, dass er in meine Küchenmaschine reinpasst, weil ich nämlich das Ganze klein hobeln werde. Aber ich behalte zwei große Blätter übrig. Und warum? Das werdet ihr im Verlauf dann gleich sehen. Diesen Strunk in der Mitte, den schneide ich natürlich raus. Den benutze ich nicht mit. Von meiner Schwiegermutter habe ich die alte Küchenmaschine geschenkt bekommen, die ich jetzt aber auch schon wieder seit Jahren benutze. Damit zerkleinere ich jetzt den Weißkohl. Hobel ihn praktisch in dünne Scheiben. Man kann natürlich das Ganze auch mit einem Messer schneiden. Das ist gar kein Problem. Man muss dann sehr, sehr feine kleine Streifen abschneiden. Ganz wichtig hier bei der Sache ist wieder, dass es sich um einen Bio-Weißkohl handelt, denn nur dort sind noch die ganz bestimmten guten Bakteriensorten drauf, die diesen Fermentationsprozess mit vorantreiben. Denn auf den anderen chemisch mit Chemikeulen behandelten Pestizid und Fungizide und hast du nicht gesehen, Kohlköpfen, da sind die alle praktisch vernichtet und dann kann das nicht richtig zu dieser Art und Weise der Verarbeitung kommen. Die Gläser habe ich nun, da habe ich das heiße Wasser nun ausgegossen und sie kopfüber zum Trocknen auf ein frisches Küchentuch hingelegt. Sie müssen innen drin nicht ganz, ganz trocken gerieben werden, weil es kommt eh gleich das Salzwasser hinein. Ich fülle nun mit einer Gabel die erste Runde sauer geschnittenen Weißkohl in das Glas hinein. Es geht besser, wenn ich gleich die zweite Hand auch zur Verfügung habe. Also wie gesagt, ich fülle es erstmal locker hinein. Wenn das Glas nun vermeintlich gefüllt ist, ich mir ein Holzstampfer und werde mit dem den Weißkohl ganz, ganz, ganz heftig runterstampfen, um es dann noch einmal wieder nachzufüllen. So, ich habe wieder nachgefüllt. Ihr seht, bis hier habe ich runtergestampft. Jetzt habe ich wieder locker nachgefüllt. Ich stampfe wieder herunter. Oh, jetzt habe ich das wieder heruntergestampft. Ihr seht, das ist wichtig deswegen, weil je weniger Sauerstoff zwischen den einzelnen Teilchen, Kohlteilchen ist, desto besser und schneller gelingt die Fermentation und sonst können sich auch Keime bilden.
beziehungsweise Bakterien, die wir nicht haben wollen. Also es muss ganz, ganz eng zusammengefügt sein und keine Luft drankommen, kein Sauerstoff drankommen. Da werden wir uns gleich auch weiter drum kümmern. Ich werde, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen hinterher stampfen, dann geht's weiter. Obendrauf habe ich jetzt Kümmel gestreut. Den Rand habe ich vom restlichen Weißkohl befreit. Werde das gleich auch noch genauer betreiben. Ich nehme mir jetzt ein Weißkohlblatt, werde das so ein bisschen einknicken, dass es da reinpasst. So ein bisschen einrollen, einwellen. Und über die kleinen Kohlstückchen dieses Kohlblatt legen. Alles so ein bisschen runterdrücken damit noch. Genau. So. Genau. So, und jetzt kommen nämlich diese aschenbecherartigen Dinge ins Spiel. Jetzt lege ich dieses Glasteil oben drauf. Das drückt nämlich dieses Blatt gleich runter. Und jetzt gieße ich das Salzwasser an. Es gibt ungeheuer viele Rezepte. Also das ist jetzt die einfachste Variante erstmal. Aber das macht ja nichts. Damit kann man ja erstmal anfangen. Im Netz findet man ganz, ganz viele. Auch das berühmte Kimchi. Sollte man sich mal so ein bisschen gucken. Läuft dann noch ein bisschen was wieder runter. Nein, ich werde das also ziemlich randvoll machen, dass, wie gesagt, kein Sauerstoff mehr unter der Wasseroberfläche, der Salzwasseroberfläche, an das Ganze rankommen kann. So, jetzt verschließe ich das. Sicher läuft es ein bisschen über dabei, macht aber nichts. Und dieser Glasaschenbecher drückt das Ganze noch runter und ihr seht, es läuft, aber schadet nichts, denn es ist wenigstens randvoll. So, was passiert jetzt? Jetzt stelle ich es in der Küche an einen warmen Ort für 3-4 Tage mit einem Unterteller. Denn das Ganze fängt an zu gären. Ihr werdet es sehen, indem so kleine Bläschen im Glas hochsteigen. Das hält nach 3-4 Tagen auf oder manchmal auch 5 Tage. Dann hält es auf, dann stellt ihr es in den kühlen, dunklen Keller und wartet 8 Wochen, 10 Wochen, meistens, also ich warte immer 12 Wochen, also 3 Monate und dann fange ich an, das zu essen. So lange braucht es, um zu fermentieren. Ihr esst sonst auch fermentierte Sachen, es gibt ganz vieles Fermentiertes. Das ist zum Beispiel auch Joghurtsachen sind fermentiert, Käse ist fermentiert. Also fermentieren ist eine ganz, ganz, ganz alte Methode, um Dinge haltbar zu machen. Ohne weiteren Strom jetzt. Also auch sehr nachhaltig. Keine Gefriertruhe dafür, kein Kühlschrank. Es wird, und vor allen Dingen, hinterher kommen quasi noch mehr Vitamine und noch mehr Inhaltsstoffe raus, als vorher reingegangen sind. Nämlich durch diese Zersetzung, diese Fermentationsprozesse, entstehen ganz, ganz tolle Kulturen da drin, die, wie ich schon vorhin schon sagte, total wichtig sind für unsere Gesundheit. Ich werde euch das nachher nochmal auflisten. Gut, ich stelle es jetzt also an einem warmen, also 23 Grad Platz in die Küche auf einem Untersetzer. Denkt dran, da ist auch ordentlich Wumms drauf, also an Entwicklung. Deswegen, diese Gläser eignen sich sehr gut. Die lassen nämlich, wenn es schlimm kommt, da Luft raus. Auf keinen Fall einen Twist-Off ganz zudrehen. Auf keinen Fall. Da muss immer etwas Luft rauskommen, sonst kann das Glas explodieren. Also diese Gläser, ich möchte hier das Unternehmen nicht nennen, das so für derlei vielerlei Einrichtungsgeschichten die letzten Jahrzehnte ziemlich maßgeblich war in Deutschland, aber diese Gläser eignen sich sehr, sehr gut. Ne? Und gut, dann stelle ich es zur Seite und sobald die Bläschen, ich werde das euch die nächsten Videos mal zeigen, was da drin so vor sich geht, damit ihr das seht. Und dann kommt es in den Keller und dann heißt es ein bisschen abwarten und dann ist es das leckerste Sauerkraut, das ihr je gegessen habt. Garantiere ich euch. Es schmeckt so gut, so frisch, super toll.
Also wie gesagt, das ist ein Rezept. Guckt euch im Netz um. Wiederum bei Wurzelnet oder Smarticular oder ach, ganz, ganz viele Seiten haben Fermentationsrezepte. Das ist ohne Ende. Also, aber es ist wirklich super lecker und gesund. Beschriften natürlich nicht vergessen, damit man weiß, wann man es gemacht hat, um 10 Wochen, 12 Wochen abzuwarten. Übrigens gilt, je feiner, desto schneller. Also ich würde davon abraten, zu grobe Sachen zu machen. Meiner Erfahrung nach geht das häufiger schief, als wenn man es sehr, sehr fein macht. Wenn man es sehr, sehr fein macht, kann man auch durchaus, man muss es so ein bisschen beobachten, aber ich gehe immer lieber auf Nummer sicher. Also vor 8 bis 10 Wochen mache ich es nie auf. Aber dann schmeckt es wirklich super. 3 Gläser sind es geworden. Das dritte kriege ich nicht mehr ganz voll mit Weißkohl. Da habe ich dann Wirsing geraspelt und das damit aufgefüllt. Übrigens, während das jetzt anfängt zu gären in der Küche, in dem Warmen, die Gläser jetzt nicht mehr öffnen. Jetzt darf kein Sauerstoff mehr daran. Die Wasserkante, ihr könnt das hier sehen, ist wirklich hier oben. Das heißt, es kommt kein Sauerstoff mehr an die Sachen ran und dann wird es auch gut. Jetzt sieht man hier hervorragend die Bläschenbildung. Das heißt, der Gärprozess ist in Gang. Wie gesagt, auf keinen Fall aufmachen. Wie man unten in der Glas zwischendurch sieht man auch diese ganzen kleinen Bläschen, die nach oben steigen. Guck mal, da steht auch das Wasser, das Salzwasser in der Schale. Also ich lasse es auf jeden Fall noch, wir haben 25. gemacht, gestern war ja der Tag mit den Atemschutzmasken, deswegen ist es jetzt 2 Tage alt, ist mitten richtig gut dabei. Ich werde es 5 Tage hier stehen lassen und dann kommt es ab in den kalten Keller. Und dann, wie gesagt, 10 Wochen und dann ist das Sauerkraut fertig. Da schaut mal, da schäumt es also regelrecht aus dem Glas raus. Ne? Unten steht die Flüssigkeit schon drin, die praktisch ja, durch den Gärprozess nach draußen geblubbert wurde. Werde ich gleich mal abgießen. Auf keinen Fall das Glas jetzt mehr, also nicht mehr öffnen, das Glas. Das ist ganz, ganz wichtig. Moin, da bin ich wieder. Ach so. Und sie hat 13 Mal mehr Vitamine als Grünkohl, 4-mal mehr Vitamin C, Mineralstoffe als Grünkohl. Muss ich korrigieren. Viermal mehr Vitamin C als Zitronen. Ist nicht heiß, kannst du essen. Na? Ja, willst du gar nichts essen? Du, willst du gar nichts essen heute?